Velkom her til St. Thomas Kirke i Hørnum, som er det silddanske menigheds tredje prædikested. I får i dag en dansk-tysk andagt, og derfor er også prædikenen i dag på tysk. Freude macht sich in diesen Tagen in der Bevölkerung breit. Nicht, weil die Sonne scheint, wie sie fast an allen Corona-Tagen geschienen hat. Nein, wir freuen uns, weil die Welt sich in den kommenden Wochen explosionsartig wieder öffnen wird. Es ist plötzlich absehbar, wann ein Stück Normalität und ein Stück Alltag wieder einkehren werden. Die Rückkehr des fast uneingeschränkten gesellschaftlichen Lebens ist genau das, wonach wir uns alle gesehnt haben. Dennoch wachen wir nicht aus dem Koma auf zu einem Leben in einer unveränderten, alten und vertrauten Welt. Denn sie hat sich seit Mitte März verändert, ob wir es wollen oder nicht. Während der Zeit der Isolation haben wir eine neue Welt kennenlernen dürfen. Wir haben gespürt, wie die Unendlichkeit und die Stille den Tag bereichert haben. Wir haben erlebt, wie das gedrosselte Tempo die alte, überheizte Welt abgekühlt hat. Wie das Ozonloch über der Arktis sich geschlossen hat. Wie klar das Wasser in den Kanälen Venedigs geworden ist. Wie Vogelgesang in Paris und Wuhan wieder zu hören ist. Wie der Smog sich über den Großstädten gelichtet hat, sodass die Todeszahl der Atemwegskranken zurückgegangen ist. Und wir sind jetzt dabei, uns von dieser kurzen Bekanntschaft mit der neuen Welt zu verabschieden. Denn wir können leider nicht beide Welten, die alte und die neue, unter einen Hut bringen. Der Umwelt Gutes tun und gleichzeitig mit 300 Stundenkilometern über die Autobahn rasen, das geht nicht. Genau wie wir zukünftig nicht physische Nähe haben werden, ohne immer auch an das Risiko einer Infektion denken zu müssen. Da stellt sich die Frage zum aktuellen Dilemma, wie wir das Gute aus der alten und das Gute aus der neuen Welt in Zukunft vereinen könnten, ohne dass dadurch die Pandemie unserem Freiheitsdrang Grenzen setzen muss und ohne dass wir Menschen über unsere Verhältnisse leben müssen, um zufrieden sein zu können. Es ist meine Hoffnung, dass wir das, was dem Menschen und das, was der Welt und Umwelt gut tut, eines Tages in Einklang bringen können. Das setzt jedoch voraus, dass die Krönung der Schöpfung, also wir, bereit ist zu akzeptieren, dass man nur über diese Erde zukunftsträchtig und nachhaltig herrschen kann, wenn man dabei nicht vergisst, die Natur zu achten. In diesem Sinne bleibt behütet. Fader vor, du som i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige, ske din vilje, som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde, til dit er riget og magten og æren i evighed. Amen. Modtag Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og hvad der er nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred. Amen. Oh,
Vater in Himmel, det helligt ur din nom, det kom din rik, det ske din vel. Us in Himmel, så ook op de ørt. Us dochlis bror, du us stelling, en for if us us skil, us ook vø for if us skilnes. En før us ek un for sjuk, man forlise us van dit aris. For den is dit rik, en de kraft, en de herrekær, en evig herr. Amen. Der Herr segne det en bevore det. Der Herr lädt sin Ansicht jucht au det en wies de gnädig. Der Herr lädt sin Ansicht ab au det en if de freer. Amen. Lass uns beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich
und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Empfange den Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden.